Hallo und damit herzlich willkommen zurück bei Feld der Sterne, mein Lieber, meine Liebe, nennen. In der letzten Folge haben wir endlich das Haus gekauft, haben zwei Häuser gekauft, ne, einmal das Penthouse und einmal das kleine Haus, in der Hoffnung, dass wir beide behalten können. Und in der letzten Folge haben wir mit der Ranger-Überwachungshelferin geredet und ihrer Kompanin, die Ranger-Überwachungshelfer-Helferin. Ne? Und wir müssen jetzt hier böse Buben schnappen und ich würde sagen, nicht lang schnacken und Hilfe, Hilfe. Oh yeah, Baby, ich bin der Geilste in ganz, ja, in allen Systemen. Und wir haben Hella als Kumpan. Moin, Hella. Hella Ketchup. So, was soll man machen? Ergreife den Waffendieb um Mitternacht bei Lorado. Okay, kann ich hier irgendwie warten? Warte mal, wenn ich jetzt B gedrückt halte, kann ich nicht warten. Wenn ich T gedrückt halte, wenn ich Z gedrückt halte, wenn ich U gedrückt halte, wenn ich I gedrückt halte. Okay. Wie kann man denn warten? Y? X? X gedrückt halten? Nee. Z? Nee. V? Das tut weh! Das wollte ich nicht. Entschuldigung. B? Nee, N? M ist Map, ne? Ja. Ö ist ja Dings. Na. K? Ah, okay. J? H? Ah, okay. G war Granate, das lassen wir mal lieber. E ist nichts. Sonst hatten wir Ü. Ä. Plus. Hashtag. Komma. Punkt. F1. F2. F3. F4. F5. F6. 7. 8. 9 ist Neuladen, ne? 10. 11. 12. Alt gedrückt halten, STG gedrückt halten. Nö. Nein. Okay, Maustaste 5 ist es nicht. Aber ich weiß jetzt. Nein! Was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn hier? Warte mal, ich halte mal gedrückt. Okay, ich kann aber nicht. Okay. Hier drüber kann ich nicht warten. Kann ich hier drüber warten? Status. Verbrechen, bla 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 bla. Charakter. Wie kann man denn warten? Skills, Sternkarte, Schiff, Status, System. Nein. Entfernen. B, warten. Ich habe keine Ahnung, ne? Warum gibt's keinen Hotkey für warten? Kann ich mich irgendwo hier hinsetzen? Nee, ne? Oh, ist das nervig. Oh, ist das nervig. Ah. Warte mal. Tastenbelegung. Warte mal. Mein Gott, jetzt macht das Mikrofon hier auch noch Probleme. Tastenbelegung. Ich weiß, wir haben schon mal nachgeschaut, aber... Da Granate werfen. Aha, Datenmenü öffnen. Kamera, Perspektive umschalten, springen. Schleichen. Immer laufen umschalten, da kennen wir automatische Bewegung. Numlock. Okay. Pause.
Schnellskills, Schnellinventar, Schnellgarten, Schnellkraft. Es gibt keinen für Warten, ne? Raumschiff, Flug. Ne, jetzt kommt hier nur Raumschiff, Menü, Navigation, ja. Numpad. Ah, so läuft er automatisch. Ah. Aufhören. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus. 0. Das gibt's doch nicht. Alt-RG? St-RG? FN? Nö. Warte mal, wenn ich das gedrückt halte. Ah, dann komme ich sofort hier rein. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich weiß nicht, wie man wartet, ne? Keine Ahnung. Ja, das können wir ja bereits. Kann man wirklich nur warten, indem man sich hinlegt, schläft oder sich hinsetzt? Oder was ist los? Schnarch, das ist echt nervig. Bethesda Games, bitte direkt ändern. Bitte ein Hotkey setzen für warten. Warte mal. Ich guck mal eben. Warten. Starfield. So, Wartenfunktion. Okay, jetzt habe ich alles erlebt. Nur noch bei einer Mission verschwinden lassen, aus verschiedensten Gründen. So. Tageszeit in Starfield spielt mitunter eine Rolle in so mancher Kasse. Siehe etwa der große Laredo-Coup. Ahaha. Coup. Funktioniert es leicht. Daher gesagt, bei einer kleinen, meist eher unwichtigen Mechanik, die nicht wirklich erklärt wird, obwohl es einfach ist. Bedenkt außerdem, dass das Schlafen in einem Bett oder auf einer Liege der Gesundheit unzuträglicher sein kann, als das Sitzen und Warten in einer. Ja. Da kann man nicht so warten? Ein Sofa, ein Hocker oder einen Stuhl benutzen. Ah, ja. Warten nicht komplett. Also, man kann nur so, ja. Okay. Ja, okay. Das ist natürlich echt. Ja. Belastend. Kann ich mich hier irgendwo reinsetzen? Wir müssen ja sowieso hier rein. Ich lieber vom Stretch fern. Da wimmelt's von Kriminellen. So. Ich setze mich hin und warte einfach, ne? Also warten. Wir haben 9.40 Uhr. Dann haben wir 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Uhr. 1 Uhr. Also 21, 22, 23. Dann müssten wir 23.40 Uhr haben. Ne? Dann warten wir mal die Zeit. So. Einfach 15 Stunden warten. Kein Problem. Ist kein Problem. Ne? Ich setze mich einfach 15 Stunden hier hin. Was muss mein Arsch wehtun danach? Was muss mein Arsch wehtun danach? So. 19.40 Uhr. 20.40 Uhr. 21.40 Uhr. 22.40 Uhr. So übel sind die UC doch nicht, oder? So, jetzt haben wir 22. Jetzt haben wir 23.09 Uhr. Ich weiß nicht, gehen die Minuten mit Echtzeit? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die. Stelle den mutmaßlichen Dieb. Haha! Ich bin am Arsch. Das bist was? Du. Ich. Oh, shit. Naja. Es gibt doch wirklich. Es gibt also wirklich einen Dieb. Kann doch nicht sein. Ein Dieb? Nein. Ja. Oh Gott. Oh Gott, nein. Security. Niemand rührt sich.
Warum schleicht er keine denn noch? Keine Bewegung! Also! Wenn das nicht der Gelbernkelt ist! Hä? Und wen haben wir hier? Für einen späten Spaziergang bist du ganz schön bewaffnet. Ich gebe auf. Wie er noch am Schleichen ist. So ist's recht. Jemand hat mich vor heute Nacht gewarnt. Hatte die kleine Annie etwa tatsächlich recht? Anscheinend. Ich bin genauso überrascht wie du. Wer hätte das gedacht, oder? Ja. Ich komme jetzt klar. Aquila City dankt dir erneut. Ja, kein Ding. Und danke Annie von mir. Oh Mann, damit wird sie in 20 Jahren noch prahlen. Es sollte ein Kinderspiel sein. Ja. Vor allem für einen späten Spaziergang ist er ganz schön bewaffnet, wenn die wüsste, was wir für Waffen in unseren Taschen versteckt haben, ne? Ja. Ja. Stell dir mal vor, so ein Open-World-Game würde aber gar nicht gehen, wenn das wirklich so realistisch ist. Realistisch ist. Ja. So, der Turm. So. Dann einmal zu Annie. Na, ist schon Schlafenszeit? Schön, dich zu sehen. Kleines Gör. Brauchst du was? Hast du den Dieb geschnappt? Hat es geklappt? Annie, warum bist du noch wach? Du solltest längst schlafen. Mom, ich muss es wissen. Du hast ihn erwischt, oder? Oder? Das Ganze war leichtsinnig und verrückt, aber wir haben den Dieb, jawohl. Die Security hat den Verdächtigen gewahrsam. Scheint ein klarer Fall zu sein. Du hattest den richtigen Riecher. Wir haben den Dieb gefangen, Annie. Ich wusste es! Annie L. Wilcox, was hast du angestellt? Ich habe dir von dem Laredo-Dieb erzählt. Tja, und wir haben ihn geschnappt. Wie? Das war echt? Klar, Mom. Hab ich doch gesagt. Sie sagt die Wahrheit. Das ist kein Witz, oder? Nein, sie und ihre Freundin hatten großen Anteil an der Ergreifung des Täters. Es klingt verrückt, aber sie lügt nicht. Ich hatte ihr auch nicht geglaubt, aber es war kein Hirngespinst. Warum ist das so schwer zu glauben? Annie erzählt mir schon seit Jahren von ihren Patrouillen. Bislang ist noch nie, wirklich etwas dabei herausgekommen. Ja, sie und ihre Freundin, ne? Mann, oh Mann. Mann. Annie, wir reden später darüber. Ich bin stolz auf dich. Aber du musst aufpassen. Ja, Mom. Ich werde die beste Ranger-Überwachungshelferin aller Zeiten. Danke, dass du ihr und bei all dem geholfen hast. Das ist für dich. Großer Gott. Danke. Die beste Ranger-Auszubildende aller Zeiten. So. Haben wir gemacht. Was hat er jetzt? Suche folgendes. Nein, ich will nicht in der. Ich will nicht in der Höhle. Mein Gott. Alle Markierungen zeigen. Zielmarkierung zeigen. Aktive Zielmarkierung. Alle Zielmarkierungen zeigen. Was? Aktive Zielmarkierung zeigen. Alle Zielmarkierungen zeigen. Ich würde gerne wissen, die Pflicht ruft, ja, Bier her. Eine Wache meinte, Sarah Philburn hat mit ihrem Bruder Henry über etwas geschrieben. Vielleicht sollte ich dem nachgehen. Warte mal, wir gucken mal. Das können wir später. Ich muss den Ast von Lean Kessler beschaffen. Neon. Das ist ja sowieso. Ciao. Das ist auch Neon. Das ist auch Neon. Ich brauche Schulden für sie anzutreiben. Landry Hall, wäre es lieb, wenn ich das ohne Gewalt hinbekomme. Hä? Wäre es lieb, wenn ich das ohne Gewalt hinbekomme. Vernichte das Spacer-Schiff im Orbit von XY3B. Ich mach mal hier Bier her, ne? Komm. Und dann bin ich schon fast gewagt, vielleicht die Mission hier mit der Freestar Collective mal, ne, die Questreihe mal zu machen. Mal schauen, ob das überhaupt geht, ne? Weil wir sind ja bei der Vanguard und da sind wir und hier sind wir. Ja. Aber von der Vanguard haben wir lange keine Mission mehr gehabt, ne?
Haben wir überhaupt von denen noch Missionen? Fraktionsmissionen? Ne, Freestar Collective, Crimson Fleet, United... Val Victis hat mir Kaisers Standort gegeben, geht aber davon aus, dass ich weitere Informationen brauche, um ihn zurückzubringen zu können. Dass ich erst mit Hadrian spreche. Das müssten wir auch mal machen. Vielleicht sollten wir das... Ja, wir machen jetzt erstmal Bier her. Dann machen wir nämlich das hier. Ne? Weil da sind wir ja schon fortgeschritten. Geh nach Sonne. Das hätte ich eigentlich direkt machen sollen, ne? Ja. Weiß ich gar nicht, warum ich das damals die United Colonies Mission nicht die Questreihe zu Ende gemacht habe. Na gut. Für sowas werde ich wirklich nicht gut genug bezahlt. Für was denn? Western Philbin South. So. Dann kicken wir mal. Moin! Intelli Wheat ist revolutionär. Das mit dem Bier ist Zeitverschwendung. Ich könnte so viel Gutes tun und so viel mehr verdienen. Ich hole mir nur ein paar Inspirationen, ja? Ja gut, wenn man bei uns reinkommt, ist natürlich das Bett direkt da, aber macht ja nichts. Ne? Gut. Wenn du zu Weston willst, der ist hier irgendwo unterwegs. Oder in der Fabrik. Wenn es aber um das unsinnige Bierbrauen geht, dann geh bitte wieder. Das muss man nicht noch unterstützen. Was heißt denn hier unsinniges Bierbrauen? Ist zwischen dir und deinem Mann alles in Ordnung? Ach weh, ja. Weston ist ein guter Mann. Deswegen erwarte ich wohl noch mehr von ihm. Er könnte noch viel Größeres erreichen. Das sieht er nur nicht. Bierbrauen ist nicht unsinnig, da muss man sich nur eine beliebige Bahn sehen, richtig? Ich bin keine überhebliche Abstinenzlerin. Meine Skepsis ist komplexer begründet. Okay. Weston, das ist mein Mann. Naja, er war noch nie ein Träumer oder Visionär. Er ist praktisch veranlagt, kann mit Zahlen und Tabellen umgehen. Sein Bruder Henry ist der Kreative, aber er hat offenbar kein Interesse daran, die Firma voranzutreiben. Er braut nur noch Bier. Filburn Agricultural Systems könnte die gesamten besiedelten Systeme mit Nahrung versorgen, nicht nur Aquila City. Aber den beiden reicht es, klein zu denken. Verstehe, was du meinst, sie könnten Leben retten. Das klingt nach einem ziemlichen Dilemma. Ja, sie könnten Leben retten, ne? Dann wär vielleicht weniger Hungersnot. Natürlich hat da jeder sein Recht, über sein eigenes Leben zu entscheiden, aber ich verstehe schon, was sie damit meint. Tja, schade, dass ich nicht dich überzeugen muss. Ja, aber richtig. Du bist sicher nicht gekommen, um mich jammern zu hören. Nee. Warum übernimmst du nicht selbst im Geschäft eine Rolle? Mich zwischen Weston und seinen Bruder drängen? Das lassen sie nie zu. Ich habe schon vergeblich versucht, mit dem Zaunpfahl zu winken und Vorschläge zu machen. Ich will natürlich nicht undankbar klingen. Die Firma ist erfolgreich. Weston und ich leben gut. Ich möchte nur helfen, weißt du? Ich will das Gefühl haben, dazuzugehören, statt nur die zweite Geige zu spielen. Ich sollte einfach meinen Frieden mit meinem Schicksal machen. Ja, gibt es denn Probleme mit dem Familiengeschäft? Naja, nein, nicht direkt. Ich meine, der Firma geht es prima, aber es könnte ihr noch besser gehen. Diese Sturköpfe haben so viel gottgegebenes Talent. Sie setzen es nur nicht sinnvoll ein. Es muss doch einen Weg geben, um diese Sache mit Filburn Agricultural System zu lösen. FAS. Naja, schon. Man darf nie was sagen. Es ist immens wichtig. Die gesamten besiedelten Systeme könnten von IntelliWheat profitieren. Das ist doch sicher einige ruppigere Lösungen wert. Könnte IntelliWheat wirklich eine so große Bedeutung erlangen? Im Moment ist alles auf Aquilas Biome zugeschnitten. Weizen da wachsen zu lassen, wo er sonst nicht wächst. Aber wenn Henry sich reinhängt... Wer weiß, wo wir IntelliWheat noch anbauen könnten. Henry ist zwar anstrengend, aber auch der klügste Mensch, den ich kenne. Erzähl ihm das aber nicht. Okay. Ich bin vielleicht interessiert, kommt drauf an, worüber du redest. Versuch nicht, mich übers Ohr zu hauen. Hier geht es nicht um Altruismus, sondern um Gier. Um den Hunger zu beenden, kann man schon mal die Samthandschuhe ausziehen.
Exakt. Ja. Henrys Baby hängt an der Marktwahrnehmung. Sein Bier ist nervigerweise richtig gut. Aber wenn wir eine Charge völlig ruinieren können, dann muss er vielleicht das Handtuch werfen, weil seine Marge so klein ist. Wie ruiniere ich denn die Marge? Die Charge. Henry langweilt immer mit seinem Gerede, dass das Bierbrauen eher Kunst als Wissenschaft ist. Es ist anfällig. Da ist es doch sicher super leicht, es zu verderben. Kommt auf die Größe der Charge an, aber dein Plan könnte aufgehen. Ich werde niemand vergiften! Was? Oh Gott, nein. Es soll nur schlecht schmecken. Schal oder was Bier eben schlechter schmecken lässt. Die nächste große Charge Bier wird gerade in unserer Fabrik gebraut. Du musst nur in die Fabrik einbrechen, ach so, ohne erwischt zu werden, und das Bier irgendwie verderben. Dann warten wir ein oder zwei Tage und sehen, wie die Charge im Stone Root Inn ankommt. Ich bezahle dich auch großzügig. Mehr sage ich dazu nicht mehr. Sabotiere Henrys neueste Charge Bier. Ah, wieder eine Sneaky-Mission. Nein! Nein! I hate it. Irgendwas zu melden? Ach, das ist schon hier, oder was? Hier kann ich ja so ungestört drauf, ne? Entdeckt von wem denn? Von wem bin ich denn entdeckt? So, benutzen. Ibo auf 160. Warte mal. Alkoholgehalt erhöhen. So. Zucker wird hinzugegeben. 41%. Anpassungen werden umgesetzt. Ja. 41% ein Bier. Alter Falter. Da trinkst du ein Bier, das haut dich dann direkt aus dem Schlappen. Junge. 41%. Ich glaube, 40% ist schon Wodka-Gehalt, ne? Ja. Oh Gott. Ja, und jetzt muss ich warten, oder was? Warte einen Tag, bis Henrys Bier gebraut ist. Oh. Kann ich hier nicht schlafen? Warte mal, mach mal die Kiste weg hier. So. Nee, geht nicht. Gut. Dann hinsetzen. Dann warten wir mal einen Tag. Obwohl eigentlich, warte mal. Sind wir hier in der Nähe von unserem Zuhause? Dann können wir doch einfach da pennen, oder? Von unserer Residence. Wird das vielleicht auch angezeigt? Nee, ne? Ich finde es schade, dass das nicht angezeigt wird, wo das ist, ne? Weil das jetzt wieder zu finden. Das jetzt wieder zu finden, das ist ja wieder eine Krepelarbeit. Nee, hier ist es nicht. Das ist irgendwo. Warte mal, wo ist denn der Turm? Das ist der Turm. Dann müsste das hier weiter oben sein, ne? Turm, dann links vorbei, hier hoch. Und dann da links. Ja, hier ist es. Gut. Hey! Ich dachte, dass ich vorne nicht hier irgendwas machen kann, ne? Viele Menschen tragen mit Arbeitskraft und Material. Halt's Maul, ciao. Gib mir auf den Sack. Ja, schön. Oh, ich freue mich schon, das zu dekorieren. Kann ich hier nicht rein? Was ist das denn? Ich will in meine Dusche rein. Ja, ich würde gerne so Kleinigkeiten noch haben, ne?
hier, dass man das vielleicht abspülen kann, dass man in die Dusche rein kann, dass man das Wasser reinmachen kann. Weißt du, das muss ja kein riesiger Effekt sein. Aber so, ne? So Kleinigkeiten. Okay, wir können pennen gehen. Dann einmal einen Tag warten, bedeutet 24 Stunden. Dann schlafen wir mal. Ach ja, 24 Stunden erstmal pennen, einen Tag durchpennen, ne? Ich glaube, so oft haben wir hier in Norman Skies schon in Starfield noch gar nicht gepennt, ne? Vor allem nicht so lange. Ah, gut. Lalalala. Lalalala. Aber ist dann auch mal schön, weißt du, dann brauchst du nicht immer da dich hinsetzen und warten und warten. Und wir kriegen die Gesundheit aufgefüllt, ne? Das ist natürlich auch sehr gut. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man, ja, schläft. Sozusagen. So, das war hier wieder ein Satz mit X. Das war ein Satz mit X, ja. Nun gut. So, oh Gott. Du wachst auf und fühlst dich ausgeruht, ja. Beobachte, wie Henry Filburns neues Bier ankommt. Ja! Vor allem, wie wir rennen. Bam, 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 Weißt du, wie so ein Schlons einfach. Wie so ein Riesenschlons. Zeit hast. Was? Wenn du kurz Zeit hast? Ja. Kannst du mir gleich geben. Obwohl, kannst du mir auch jetzt geben. So. Kann ich dir behilflich sein? Hast du was Interessantes für mich? Ketchup? Habe ich doch immer, oder? Ja. Iridium. Okay, sehr schön. Warte. So, okay. Ja, dann schauen wir mal, wie das ankommt. Ja, warte kurz, ich hab hier gerade, ne? Oh, tut mir leid. Wir fahren irgendwann, wenn ich mal Zeit habe. Neon? Die gehören ja kaum zum Freestar Collective. Hopetown ist nicht viel anders als Aquila. Fleißige Leute, jeder ackert und schuftet. Aber Neon... Kate, warte mal! Okay. Und? Wie ist Henrys neue Charge angekommen? Tja, Henry hat uns überrascht. Sam hat ein Bier geäxt und war sofort absolut Knülle. Und Gladys wollte eine ganze Kiste mit nach Hause nehmen. Oh. Also, ist es gut? Ich habe es probiert und es ist... stark. Richtig stark. Aber gut. Na toll. Schreiben wir es auf die Tafel. Ich besorge uns noch mehr. Aber ich frage Henry, wie viel Prozent es hat. Das Inn ist seit Generationen im Familienbesitz. Ja. Es ist mein Zuhause. Haben wir verkackt. Ja, was? Mir tun die Leute im Stretch leid. Ich spende immer wieder ein paar Credits an das Unterhaus. Haben wir verkackt, wa? Ah, Mist. Ja, Mist. Das hat 41%. Wie kann das denn gut sein? Es gibt viele Bars in der Stadt, alle richtig gut. Erzähl mir mal, wie kann das denn gut sein? Na, wir schauen mal. So, das geht hier nicht. Das würde gehen. Und zwar so. Und dann einmal hier, ne? So. Und er dann... Nee. Nee, nee, nee. So, nein. So, ne? Nee. Hä? So. Warum haben die denn ihren ganzen Scheiß immer hier unten? Aber hier ist nichts Besonderes drin. Außer... Okay. Hier haben wir noch eine Tür. Ja, Mist. Mist. Aber die Mission können wir jetzt nicht nochmal machen, ne?
Huch, nein, das wollte ich gar nicht. Mission. Nee. Schade. Gut. Dann machen wir mal hier, ne? Dann machen wir das erstmal mit UC fertig und dann können wir Freestar machen. Weil kann, ich weiß ja nicht mehr, wie lange das hier jetzt mit UC weitergeht, ne? Kann sein, dass das nur noch zwei Missionen sind. Wir dann durch sind. Bevor wir uns in neues Gebiet begeben, ne? So. Hauptquartier. Hauptquartier der roten Teufelchen. The Red Devils. Das erinnert mich an zu Hause. Warte mal, hier ist irgendwas. Natürlich, aber hier ist direkt... Guck mal, hier rechts ist irgendwas. Ist das das hier oder was? Ressourcen 3 von 4. Landeplatz. Also ich glaube, das ist das hier, was angezeigt wird, ne? Ja. Gut. Oh. Hallo, wer seid ihr denn? Wer seid ihr denn? Oh, da komme ich nicht rein, ne? Ah, schade. Naja, komme ich nicht rein. Hallo! Sieht wirklich aus wie ein Gesicht, ne? Ja. Okay. Hui! Hui! Boah, ich finde die so gruselig. Ich finde das allgemein auch, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, wenn man so ja, Facebook oder Instagram-Videos sieht von dieser Robotik, boah, das ist schon echt gruselig, ne? Das ist schon mega gruselig, finde ich. Holding Cell. Da bin ich hier drin oder was? Okay. Habt ihr hier irgendwelche bösen Buben? Ich guck mal, ob hier irgendwo noch so eine Zeitschrift liegt, ne? Das könnte ja durchaus möglich sein. Ne, die Sachen will ich nicht mitnehmen. Aber ich glaube nicht. Verzeihung. Ja. Verzeihung. Okay. Könnten wir alles mitnehmen, aber warum? Oh, ist das... Ist das der Terramorph? Ja, ne? Ah, da bist du ja. Hast du deinen geheimnisvollen Auftrag für die UC abgeschlossen? Ja. Wir bereiten hier mal noch hektisch die Wiederherstellung vor. Ja, habe ich abgeschlossen. Schon... Vor langer Zeit. Captain, vor langer willkommen Zeit. Zurück. So, ist hier noch irgendwas für mich? Privatcomputer. Hier kannst du deine Gedanken sammeln, wenn du tatsächlich mal dazu kommen solltest. Wir sehen uns dann 2430 wieder, schätze ich. Eine Sache, was vorbei ist, ist vorbei. Lass dich nicht von der Vergangenheit aufhalten, Hadrian. Hier und jetzt gibt es Dinge, die erledigt werden müssen. Okay. Outfit Hadrian. Warte mal, die hatten ein eigenes Outfit? Willst du mich verarschen? Ich will auch ein eigenes Outfit. Tatsächlich. Warte mal. Das sieht cool aus. Das sieht eigentlich echt cool aus. Plus 10 Gesundheit. Ja. Die hat tatsächlich ein eigenes Outfit, die Alte. Unglaublich, sage ich dazu nur. Unglaublich. Darf ich die nehmen? Danke. Darf ich das hier auch nehmen?
Ich darf das hier alles nehmen, ne? Mega gut. Mega gut. Okay, dann, Du warst so lange weg, dass ich schon dachte, du wärst versetzt worden. Wie fühlt es sich an, ein Bürger zu sein? Sehr gut, Major. Weißt du, ich hatte diese Bürgersache fast vergessen. Seither ist eine Menge passiert. Ich bin nicht gerade begeistert, mit einer Gruppe wie den United Colonies in Verbindung zu stehen. Also eigentlich fühlt es sich fast genauso wie an wie vorher. Ja. Vielleicht wurde die Zeremonie geändert. Ich hob einfach die Hand und sagte, klar, bin dabei. Aber es ist toll, dich wieder hier zu haben. Wir haben die Terromorph-Daten analysiert und... Nun, wir werden jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Diese Protokolle sind noch gründlicher, als ich sie in Erinnerung hatte. Genetik, Populationsdaten, selbst die verdammte Nahrungskette. Ich hatte zum Beispiel völlig vergessen, dass es mal eine Kreatur gab, die Terromorphs fraß. Im Moment haben wir durch diese Daten jedenfalls mehr Forschungsoptionen als verfügbare Leute. Okay. Was für ein Monster frisst denn bitte Terromorphs? Naja, fraß. Diese große, schwerfällige Kreatur ist vor Jahrzehnten ausgestorben. Sie hieß Aceles. Okay. Das würde ich gerne genauer erforschen, wenn wir die nötigen Leute dafür hätten. Nur dann wird es sich bestimmt riesig freuen, dass dein Forschungsteam auf dem Weg hierher ist. Dann kann ich dir helfen. Ich habe dein Forschungsteam gefunden. Das wäre ja mal der Hammer, was? Moment, ist das etwa dein Ernst? Im Ernst? Normal, Bruder. Unser Forschungsteam? Das ist unglaublich. Das beschleunigt alles. Wenn sie zurück sind, werden wir... Was? Kaiser? Du hast Kaiser gefunden? Ja, ich habe den Kaiser gefunden. Ja, was ist denn so besonders an diesem Kaiser? Kaiser ist einzigartig und genau auf unseren Arbeitsinhalt zugeschnitten. Unfreundliche Bestien in feindseliger Umgebung. Es gibt keinen zweiten Roboter wie ihn. Und du konntest ihn wirklich ausfindig machen? Er ist als nächstes dran, aber ich brauche wohl deine Hilfe wegen seiner Sicherheitsprotokolle. Das stimmt. Die brauchst du. Wer auch immer dir diese Spuren gab, ist bestens informiert. Wie ist es dir denn gelungen, sie zu finden? Eigentlich hat dein Vater sie gefunden, François Sanon. Er lebt. Die UC haben ihn inhaftiert. Ich hatte etwas Hilfe, mehr kann ich nicht sagen. Ich mache einfach einen guten Job. Stimmt, das sollten wir damals nicht sagen, ne? Nein, du vollbringst wahre Wunder. Kaisa wiederzuhaben eröffnet uns viele neue Möglichkeiten, in Zukunft mit den Terromorphs fertig zu werden. Stimmt, das war mit dir. Aber wenn er die ganze Zeit allein da draußen war, wirst du etwas Bestimmtes brauchen. Komm schon. Folge Hadrian. Wir haben viele Fortschritte dabei gemacht, hier alles in Gang zu bringen. Einige der Sicherheitskammern waren von der, ungemütlicheren Sorte. Ja. Aber das Personal hat das schnell geändert. Okay. So. Ich weiß ja jetzt, wie man automatisch läuft, ne? Ja, mega. So, einfach mal da hochgehen. Ganz easy peasy. Na. Ich weiß, es ist hier irgendwo. Aha! Aha! Ja, hier. Ketchup. Oh. Kaisers Baupläne. Aktuatoren, Waffen, Batterien. Dieser alte Roboter war lange verschollen, also braucht er wahrscheinlich Reparaturen. Außerdem ist seine Sprachsteuerung gesperrt. Mit dem folgenden Satz erhältst du die Autorisierung. Nos Belli Machinis. Also, wo genau ist die alte Maschine? So wurde es mir beschrieben. Im Freestar-Territorium, er spaziert auf dem Schlachtfeld einer Welt namens Nira herum. Ein Schlachtfeld? Auf Nira? Oh Mann, dann ist es ja kein Wunder. Dieser Sektor von Nira war während des Krieges das Hauptziel für Xenowaffen. Dazu kommen noch die verheerende Umweltzerstörung und die Gesetzlosigkeit, die auf allen Freestar-Welten herrscht. Der Planet bietet reichlich Möglichkeiten für ein vorzeitiges Ableben.
Aber es gibt da einen Ort, an dem du deine Suche beginnen kannst. Yep. Fürst von Schrotternich. Wett. Lizenziert an Angelo Alonso. Nennt sich Jell. Das wäre doch ein guter Anfang. Was kannst du mir noch über Nira sagen? Der Koloniekrieg war oft brutal, aber Nira hat es am schlimmsten erwischt. Alles, was das Freestar Collective und die UC aufbringen konnten, also Bodentruppen, Xenowaffen und Max, kam dort zum Einsatz. Beide Seiten hofften, etwas würde das Blatt entscheidend wenden. Tat es aber nicht. Als der Krieg endete, waren große Teile dieser Welt so schwer verwüstet, dass sie praktisch aufgegeben wurden. Was Kaisa ausgerechnet dort macht, da kann ich nur raten. Was macht Kaisa im Kampf gegen die Terromorphs so wertvoll? Kaisa verleiht unserer Arbeit bei Außeneinsätzen ein Maß an Präzision, das ohne ihn undenkbar wäre. Wir prüfen mehrere Optionen. Detektoren, um die Terromorph-Transmissionsmethode aufzudecken, oder die Entwicklung eines gezielten biologischen Kampfstoffs. Sie zu testen erfordert extrem spezifische Materialien. Wenn wir Marines als Begleitschutz für derartige Missionen hatten, endete das normalerweise mit ruinierten Proben und verletzten Kollegen. Okay. Heldin, ich muss dir etwas sagen. Dein Vater, er lebt. Er wird von den UC gefangen gehalten. Wir sollen ja nichts sagen, ne? Wir dürfen nichts sagen. Wir dürfen nichts sagen. Okay, dann aufmachen, Nira. Und ich sorge dafür, dass wir ihn sinnvoll einsetzen können, sobald du ihn hast. Ich glaube, die würden mir sowieso nicht glauben, ne? Suche auf Nira nach Kaisa. Nach dem Kaiser. Roland Kaiser. Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein an dir. Mit einem Hauch von fast nichts an. Wollte ich dich verführen? Ich weiß es nicht mehr. Warte mal, waren wir da nicht schon drauf? Fürst von Schrotternich-Anlage, okay. Kurs nach Nira festlegen. Yes, please. Go, go. Nira, Narion System. So, Karte. Ich hab's eine Karte und einmal London, bitte. Einmal London, bitte. Ah, da ist... Die habe ich ja fast vergessen. Die hatte ich ja fast vergessen. Und Sam mit seinem, ja, ich weiß nicht, was das... Alles im grünen Bereich. Ja, was das sein soll, ne? Ah, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus hier. Captain, freut mich, Sie zu sehen. Lage. Unbekannt. Natürlich. Gebäude. Natürlich. Gebäude. Natürlich. Okay, das ist alles hier in der Anlage. Okay. Da wir das wahrscheinlich nicht mehr in der gemäßen Zeit machen können oder beziehungsweise fertig kriegen, würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge, ne? Hat mich wieder gefreut. Wir haben jetzt ein bisschen, ja, das mit dem Bier haben wir verkackt, ne? Das haben wir verkackt. Wir haben ja herausgefunden, dass man nur warten kann, indem man sitzt, Hocker, Stuhl, Bett, wie auch immer. Und machen jetzt hier die letzten Aufträge für die UC. Ich hoffe, das sind die letzten Aufträge. Und wollen dann vielleicht das mit dem Freestyle Collective ausprobieren, ne? Huch. Alles klar, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao mit V. Ich bin raus, euer Onkel Klaus. Tschüss. Und da wird schon gezielt. Hehe.